Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 von Minecraft Sky Factory. Wir haben uns jetzt mal die Schere gemacht. Wir haben jetzt endlich eine Schere. Und nutzen die natürlich auch gleich fleißig, damit wir uns weitere Erdblöcke herstellen können. Weil sonst komme ich hier nie vorwärts. Ich habe es nicht geschafft, den Baum vorher abzuholzen. Aber ja, mit der Schere geht es ja auch viel schneller. Warte, ein Säckchen. Ne, lassen wir mal drin. So, wir müssen uns hier nämlich mal kurz hochbauen. Und dann machen wir nochmal Kahlschlag. Oh, das geht sowas von viel schnell. Scheiße. Ach ja, genau. Da gab es diese Clinch Bugs. Hier ist ein Laub, das nicht weggepackt, nicht abgesägt wurde. Das ist immer nervig dann. Aber das werdet ihr gleich sehen. Direkt vor mir wird ein Laubblatt wieder erscheinen. Das ist manchmal so. Guck hier. Das hier, das war vorher nicht da. Das backt halt dann rum. Aber wir sollten trotzdem schon wieder einiges an Laub gesammelt haben. Und da unten liegt ja auch noch einiges. So, rechtsklick, nicht links. 15 Laub haben wir schon wieder. 17. 18. Seht ihr, wie schnell das geht? So, jetzt hauen wir das hier durch. Und hoffen mal, dass da genug Steinchen rauskommen. Und sonstigen Stuff. Ja, natürlich, da kommt ja alles Mögliche jetzt bei raus. Und vor allem haben wir jetzt auch mal eine Menge an Erde, die sich lohnt, da durchzuhauen. Ja, nicht nur 2, 3, 4, 5 Stück. Sondern gleich fast 20 Stück. Da müssten schon ein paar Steinchen rauskommen. Jetzt können wir mal gucken, ob man den, wie heißt denn das, den Autonomous Activator, glaube ich, heißt das. Ob wir den hier bauen können und was der kostet. Und dann müssen wir irgendwann hoffen, dass nochmal Wasser spawnt. Aber dafür brauchen wir auch wieder erst Eisen. Dass wir uns einen, guckt mal hier, ein Stack, 16 Stones können wir da mal, Cobblestone, 17 sogar. Dann lohnt sich jetzt auch mal der Hammer hier. Der hat sich immer nur mäßig rentiert. So, 17 Krabbelhammer, Krabbel. Das war ein Lapis, das war nämlich blau. Aus 2 kam wieder nichts raus. Aus 3 kam nichts raus. Da kam was. Irgendwas Dunkles. Wahrscheinlich Kohle oder ein Flint schon wieder. Da kam was Interessantes, glaube ich, raus. Wenn ich die Farbe richtig deute, haben wir unseren ersten Diamanten. Falls wir den hier rauskriegen können. Das wäre cool. Das wäre obercool. So, ein Gravel noch.
Ja! Echt jetzt? Kam wirklich ein Diamant raus. Und drei Eisen. Ja, das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Was ist das eigentlich? Gold. Okay. Ein Diamant. Ich ja übel. Das ist ja cool. Das glaubt mir. So. Wir haben nochmal 5 Erde, ja. Es geht hier viel, viel schneller. Dann haben wir jetzt auch mal Zeit, was anderes zu machen, ja. Wie nur hier Bäumchen hacken. Haben wir keine Saplings mehr? Ah, doch. Ja, essen sollten wir gleich wieder was. Können auch mal gucken, ob wir schon irgendwie Apple Pie oder Apple Pie oder irgendwie sowas machen können. Es gibt, glaube ich, mehr Essen. Also mehr Nahrungsbalken. Wir doch einfach mal ab so Karamellapfel hier Applesauce Pot. Ja, okay, ist klar. Apple Juice und Stone und den Dings da. Apple Pie. Tja, da brauchen wir Zeug. Da kommen wir wahrscheinlich erst in 5 Jahren dazu. So, aber wir haben noch mal 10 Erde. Gucken wir mal, was aus den 10 Erden rauskommen. Ja, es ist alles ein bisschen mühsam. Ach so, genau, den Anomus Activator heißt es, glaube ich. Nach dem muss ich noch gucken. Das machen wir jetzt gleich. 36 ist auch okay. Aktiv. Ja, hier ist er. Den hier. Autonomous Activator. Und Tin brauchen wir dafür. Ein Eisen im Redstone haben wir natürlich noch nicht. Brauchen wir eine Sticky Piste, ne, eine normale Piste. Okay. 3 Redstone brauchen wir. Tin. Na, ah, Tin. Tin wird auch so eine Geschichte. Das müssen wir erstmal farmen. Carrot Seeds. Haben wir schon. Haben wir auch schon, das haben wir auch schon. Und Pumpkin Seeds haben wir auch schon einige. Ja, wir gucken jetzt einfach, dass wir gleich wieder eine Schere kriegen. Das muss unser Ziel sein. Damit wir schnell wieder Laub abbauen können. Oh, schon wieder 2 Gravel, wo nichts rauskam. 3. Und da kam was. Könnte sogar ein Eisen sein. 4, wo nichts rauskam. 6, wo nichts rauskam.
Von 10 Erdblöcken haben gerade mal 4 was gegeben. Von 4 Gravelblöcken. Ah, warte mal, hier haben wir doch noch. Guck, Silkworms. Wir geben einen Hungerbalken. Nur dann essen wir mal. Besser wie nix. Oh, erstmal Würmchen. Ich habe noch ein paar Crocs. Müssen wir halt wieder mit den Crocs arbeiten. Ja. Wenn wir kein Eisen zusammenbringen, bleibt uns nichts anderes übrig. Aber ihr habt ja schon gesehen, wie einfach es ist, mit Laub Erde zu gewinnen. Und das sollte auch eure Intention sein, wenn ihr ein Let's Play oder so ein Modpack spielt, wo ihr Erde oder so herstellen müsst. Guckt, dass ihr Scheren baut und macht damit das Laub klein. Weil damit seid ihr viel schneller als über die Saplings. Beim Crash Landings war's. Hab gerade überlegt, wollte ich ja letztes schon mal sagen. Crash Landings, ja, muss man ja auch sogar aus dem Laub beziehungsweise aus den Saplings sich Wasser generieren. Da war es natürlich auch so. Da ging es übers Laub viel angenehmer. Sobald wir eine Schere hatten, konnten wir uns da unendlich viel Wasser generieren sozusagen. Deshalb mein Tipp: Schere, Laubblätter viel effektiver als über Säckling. Vielleicht. So viele Saplings haben wir gar nicht gekriegt. Nur 9 Stück. Da unten liegen aber noch ein paar. Ja, 14. Ist trotzdem nicht die Welt. Vor allem, weil ich hier noch gar keine Bäume wieder angepflanzt habe. Halt auch das Holz mal wieder abfahren und vielleicht machen wir uns nächste Folge mal dran, noch eine Farm zu bauen, eine Baumfarm, beziehungsweise generell mal die Plattform ein bisschen auszudehnen. Ne, wir machen uns schon eine Axt, dauert sonst alles ein bisschen länger, darauf habe ich keine Lust. Ich will, dass es hier zack zack geht. Toll. Silber. Ich brauche kein Silber.
jetzt hier mal so ein bisschen weiter. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Da setzen wir nämlich dann gleich den Zaun hin. Ich will den nämlich ein bisschen weiter raussetzen noch. Dann haben wir noch ein bisschen eine größere Plattform. Das sieht dann wahrscheinlich auch am Ende ein bisschen cooler aus, wenn da ein bisschen Kontrast ist um die Plattform rum. Und nicht alles immer gleich. Zwischendrin machen wir das nämlich mit Birchwood, also Birke. Und dann haben wir hoffentlich einen coolen Effekt. Und es hat einmal außen rum gereicht. Naja, ist doch gut. Sehr gut. Setzen wir noch schnell den Zaun, glaube ich. Nee, machen wir nächste Folge voll. Aber wir fangen schon mal an. Sonst vergesse ich das bis zum nächsten Mal wieder. So, oh, da habe ich gar kein Säbling gesetzt. Das ist ja doof. Da noch mal was rein. Naja. So, eigentlich wollte ich ja hier schon in eine neue Richtung aufbrechen. Oder was da? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sollten wir hier noch ein paar Fackeln hinstellen. Das kriegen wir nächstes Mal gleich Besuch. So. Dann nehmen wir noch Birchwood. Oh, sieht doch schon ganz interessant aus. Das soll es aber von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory gewesen sein. Wir haben hier wieder ein paar Bäume, die müssen wir alle wieder mit dem Croc abbauen. Werde ich bis zur nächsten Folge machen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Sonne geht mal wieder auf. Da ist sie. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao, Minecraft.